Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Mein Name ist Brackwitch und bevor wir jetzt anfangen, auch wenn es hier eigentlich nicht hingehört, auch wenn das wahrscheinlich niemand sehen wird, aber ich werde es wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal sagen, egal. Ich habe mir gerade meinen Anbieter im Internet gewechselt und ich werde bald Glasfaser haben. Wuhu, ich bin voll erfreut. Deswegen musste ich jetzt auch hier nochmal ein Teil Let's Play machen, um dann nur zu sagen, ich freue mich. Ach ja. 200 Mbit, Bams, ins Gesicht. 12 Megabyte Upload. Damit kann ich dann wahrscheinlich streamen. Also in Zukunft dann wahrscheinlich ab, ich weiß nicht, in 2 Wochen mein Livestream von mir auf hier YouTube, Twitch. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich Twitch erstmal. Gut, genug gefreut. Ich werde hier erstmal wieder das vorlesen, was wir haben. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht, ne? Auf geht's, ab geht's. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit ein bisschen Freudenjubel? Ja, freut euch! Ihr habt die Glasfaser bald. Das Südtor ist wohl für eine Weile außer Betrieb. Sieh dann, hab ich etwas Schlimmes getan? Ach was, die lindblumischen Ingenieure haben das Tor eben nur wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander und vom Südtor rede ich erst gar nicht. Wie konnte ich nur so etwas verstrickt werden? In so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sache mit einem Räuber. Steiner. Jawohl. Ich wollte euch nicht in all das hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Ach, jetzt tut er wieder auf wertlos. Ich bin ein Stück Dreck. Lob mich nicht! Ich bin Arsch! Merkt man, dass ich voll aufgeregt bin? Mein Schloss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Lilly, bist du sicher, dass du das willst? So wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Kette kleben. Danke, Sidan. Da vorne ist schon das Vordertor. Lindblums. Ist das das Schloss von Lindblum? Welche gewaltige Ausmaße. Das liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Was? Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Lilly. Oho. Schade, wo wir uns doch schon so nahe waren. Du hast ja den Arsch gegrapscht. Sidan. Und diese Schwarzmagier oder wie die hießen, glaubst du, ich bin einer von denen? Alle sagen Punkt, Punkt, Punkt. Meister Vivi, was redet ihr denn da? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, dass euch so sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid ihr, Meister Vivi, und die sind die, oder irre ich mich etwa? Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu? Wahnsinn, da hat der Alte ja sogar mal recht. Was auch immer kommen mag, Vivi bleibt Vivi, oder? Okay, das ist so süß. Los, Vivi, wir gehen da weg. Hey, sich Lindblum von Deck aus anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los, schnell, wir sind schon fast am Himmelsdrachentor, dem Haupttor Lindblums.
gerade was eingefallen. Sobald ich mal hier gleich eine Pause habe, sag's. Was? Schloss Metropolis Lindblum. Ja, weiter. Das ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss von Alexandria. Genauso ist es, Vivi. In Lindblum wurde eben schon immer geklotzt, nicht gekleckert. Nicht zu glauben, inmitten des Schlosses gibt es einen Luftschifflandeplatz. Hier hätte selbst Königin Brains Rote Rose ohne weiteres Platz. Du scheinst hier schon mal gewesen zu sein, oder Lily? Ja, als Kind war ich hier einige Male, aber heute ist es das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Oh, Besuch. Na, wer sagt's denn? Da naht auch schon der Empfang. Liebste Prinzessin. Dieses Frachtschiff scheint aber auch schon mal bessere Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Garnetil Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz bei seiner großherzoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, ihr beliebt zu scherzen, eine Prinzessin reist nicht in so einer Klapperkiste. Und außerdem würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung solcher Zwielichtiger... Was fällt dir ein, so eine Unverschämtheit? Die Prinzessin reist inkognito, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nun, wenn dem so ist, so führt ihr doch sicherlich etwas mit euch, das euch als Prinzessin ausweist. Yep. Diese Kette. Die Drachenkralle? Nein, sie ähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Ruf sofort Minister Obertar. Ei, ei. Nur weil so ein tump aussehender Kerl wie du bei uns ist, hegen sie Verdacht gegen uns. Naja, wobei man allerdings auch nicht behaupten kann, du siehst so aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gegessen. Kerl! Was geht hier vor? Minister, ein paar überaus vielichtige Gestalten wünschen eine Audienz bei seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles. Sie sind im Besitz einer Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt. Was? Ich übernehme unsere Gäste. Ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl. Ein bisschen zu hoch gesprochen, vielleicht für ihn, aber ist egal. Minister Obertar. Ich bitte den unangemessenen Empfang, eben zu entschuldigen, Prinzessin Garnet. Oh Gott. Bitte folgt mir, seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Was? Tja, dann müssen wir wohl durch. Okay, ich habe jetzt kurz Zeit. Und zwar habe ich ja ganz vergessen, wir haben ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, August? Hallo. Ihr seid wirklich zu beneiden, schließlich kennt nicht jeder den Großherzog treffen. Kann nicht jeder. Ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr im Beamtentum, aber ich habe den Großherzog bis heute nur ein einziges Mal gesehen. Er ist wohl einfach zu beschäftigt und ich muss auch mein Bestes geben. Wir haben jetzt ja schon, wenn diese Folge rauskommt, August? Ja doch, müsste September? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie Ende des Jahres sein. Und ich nehme die Folge im April auf. Ja, so weit produziere ich vor. Scheiße. Das heißt, wenn ihr mitkriegt, dass ich mich freue über Highspeed-Kabel, dann habe ich das schon längst. Ist jetzt auch blöd. Also ich muss da wahrscheinlich eh noch ein Infovideo machen. Aber live? Nee? Theoretisch? So im Nachhinein? Wenn ich das dann später nochmal höre, warum nicht? So, weiter in der Story. Ich kann mich später noch freuen, nach dieser Aufnahme. Vor dieser Aufnahme und zwischendrin. Ich gönne mir gerade ein kleines Verschnäuferle. Aber das siehst du ja. Kann dir also Schnurzpiepel sein. Aber höre, was ich zu sagen habe. Nun schau doch nicht so genervt. Meine Weisheiten teile ich ja schließlich nicht mit jedem. Den Worten anderer zuzuhören, ist von großer Wichtigkeit. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Also, es war damals, als ich so um die 27 war. Der geschätzige Opa Lutzke. Er ist aber eingeschlafen. Hallo? Willkommen in Blumen. Willkommen in Blindblumen. Ich gehe mal einfach weiter. Achso. Ich hätte mich jetzt auch noch ein bisschen erkunden können, aber gut.
Diese Aufzüge verbindet die drei Stockwerke des Schlosses miteinander. Im Obergeschoss fährt eine Lore, mit der man zum Hafen und zum hinteren Schlosstor gelangen kann. Über den Hafen und durch das hintere Tor konnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da eine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff vorhin angelegt habt. Vom ersten Stockwerk ist es auch möglich, mittels der Lufttaxe in die Burgstadt zu fliegen. Sorry. Und im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemach seiner Exzellenz sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sind meist dort zu finden und Zutritt erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Ist auch mal gut, wenn ein NPC macht. Du, Lilly, was ist denn dieser Herzog Zitzo für einer? Ich bin ja in Lindblumen zu Hause, aber bis heute habe ich den kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Großherzog Zitt ist ein Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seine Macken und Eigenarten haben, aber er war Vaters bester Freund. Ist er dran? Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorge, der wird dir schon zuhören, und wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wir erreichen in Kürze das zweite Stockwerk. Ich versuche wirklich unterschiedliche Stimmen zu nehmen, aber ich habe nicht so viele im Petto. Tut mir leid. Ich habe zwar noch eine Frauenstimme, aber die kriegt mir nach einer Weile auf den Sack. Eure Exzellenz, Prinzessin Garnet aus Alexandria ist hier, um von euch empfangen zu werden. Ist gar keiner. Wo ist seine Exzellenz? Wo ist der Großherzog? Sein Thron ist jedenfalls leer. Nanu? Aber das... Chip, chip. Chip, chip. Seid willkommen, Chirp. Was? Eine... Juckzirpe. Eure Exzellenz... Welche Unverschämtheit, Chirp. Was? Was denn, Lil? Ich dachte, du triffst diesen Zit nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal, das ist doch eine Juckzirpe. Auch die Juckzirpen sind in Lindblum ziemlich groß. Was soll diese lächerliche Groteske, uns bei einer Audienz eine Juckzirpe vorzusetzen? Behandelt man in Lindblum etwa so Staatsgäste? Die Prinzessin hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es bis hierher zu schaffen. Und nun, sieh diese beleidige Farce hier. Das ist ja wohl der Gipfel der Respektlosigkeit. Bitte so beruhigt euch doch. Das ist deine Exzellenz, der Großherzog. Ich wechsle auch ab und zu meine Stimme, das ist sehr geil, ne? Jetzt reicht es mir aber endgültig. So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Wartet, Steiner. Dieser Bart, seid ihr es wirklich, Onkel Sid? Ja, ich bin es. Sid Fabel. Jo. Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unsere... Hallo? Ich muss die Stimme wieder hinkriegen. Chup, chup. Drachenkralle zum Verwechseln ähnelt. Da wusste ich, dass du es bist, chup. Unsere Videoszenen nach langem erfreut mich zutiefst. Doch bitte ich, meine jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen, chup. Bitte lasst mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang eine Unbekannte in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als wir zu Hilfe eilten, da war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in dieser Erscheinung verwandelt und seine ehrenwerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Wie furchtbar! Respekt, um sich unbemerkt in das Schloss hineinzuschleichen, da braucht es schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Nein, Tantalus hat damit nichts zu tun, tja. Du weißt über uns Bescheid? Ich wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder? Tja. Ich muss auch immer ganz schnell den Namen oben lesen, aber ja. Onkel Shit, ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte. Ja, das dachte ich mir schon. Tja. Aber für heute wollen wir es erstmal einem Gutler. Ja, ich sag ja, wenn sie NPCs sowas sagen, kommt es immer gut.
Er scheint mal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von dem Strapaz und der Reisen, Zirp. Wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen, Zirp. Wie ihr wünscht. Dann ziehen wir uns erst einmal zurück. Hier entlang bitte. Die Tafel ist bereits gerichtet. Das so schnell hinzukriegen, die Stimmen zu wechseln, ist echt anstrengend. Hui. Dieser Gourmet-Fraß im Schloss, das ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß gar nicht, was Lee an diesem Zeug bloß findet. Ich brauch Dreck. Ich brauche jedenfalls was Zünftiges und das gibt's genau hier. Diese Spezialität des Tages ist Karpfenkrötenschenkelsuppe. Na, das ist doch was. Lecker. Schön, ich hab den Namen vergessen. Schenkelschuppe. Irgendwas mit Kröten und Schenkeln. Und Garten. Garten, Kröten, Schenkelsuppe. Oh, hallo. Hey, Wirt, gib mir mal eine Kelle von der Tagessuppe. Hoffe, die ist heute nicht so dünn wie sonst. Was? Wer wagt es, über meine Suppe zu lästern? Ach, du bist es, Titan. Hast dich ja schon längst nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir? Aber immer doch. Und selbst so? Geht schon so. Halt einmal Karpfen, Kotten, Schenkeln. Der Spruch verspricht Der verspricht sich bei seiner eigenen Spezialität. Geht schon so. Also, einmal Karpfen, Kröten, Schenkelsuppe, richtig? Kommt sofort. Verzeiht, aber ihr steht mir etwas im Weg. Aber hallo. Dann sofort wieder. Vorher baggern. Sag mal... Ja, wollt ihr etwas bestellen? Nein, aber wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Hä? Ein Rundflug? Ja, mit einem Luftschiff. Noch nie gemacht. Also ich sage dir, Limblum aus der Luft. Traumhaft. Pass auf, wo du mit deinem Schwanz hinwedelst. Du belästigst damit die anderen Gäste. Wie war das? Na dann guck dich doch mal an. Hast ja selber einen. Recht verfilzt noch dazu. Stimmt, die hat einen Schwanz. Es. Was auch immer. Ich brauche noch eine Stimme für die. Ist ja eine Frau. Verfilzt. Verfilzt? Nee, das passt irgendwie nicht. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge. Hey, Zidane, keinen Streit in meiner Schenke. Lange nicht mehr gesehen, Zidane. Oh, ich glaub's ja nicht. Wie war dein Name gleich nochmal? Willst du sagen, du hast mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Xenia? Nicht wirklich. Christine vielleicht? Nein. Halt, jetzt hab ich's. Du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi, weißt du noch? Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller, Sidan. Mach ja nur Spaß. Dein Name, feiner Dame, den Namen einer feinen Dame vergesse ich doch nie. Versprechen tun sich NPCs auch immer gern. Was? Volk Burmezianer. Geschlecht weiblich, Alter 21. Hallo. Linksheller. Bisschen jung, aber egal. Freya. Ja, das nehmen wir doch. Wirklich lange nicht mehr gesehen, Freya. Du hast doch eben gerade mit ihr gebackert, ja. Ich brauche noch eine Stimme für Freya, falls ich da noch nichts habe. Du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben. Wie viele Jahre ist das nun schon her? So, um die 3. Ich brauche eine weibliche Stimme. Und wie ist es dir seitdem ergangen? Irgendetwas von deinem Geliebten gehört? Nach wie vor keine Spur von ihm. Und was treibst du in den Blumen? Doch nicht etwa am Jagdfestival teilnehmen? Natürlich, daran nehmen Leute teil, die etwas auf den Kerbholz haben. Das macht es interessant. Ich verstehe, aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du etwa nicht teil, mein Bester? Ich denke nicht. Du enttäuschst mich, mein Lieber. Und hast du gar keinen Heimweh? In Bumetia gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Ohne ist es nur ein Land wie jedes andere. Vielleicht mit Akzent oder so, ich weiß es nicht. Mit Enfant? Ein französischer Enfant? Hallo, ich bin... Ja, genau so reden Franzosen. Toll. Tja, ist Königin Brain wohl auf? Ja, aber...
seit Vaters Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe. Sie hat ihn sehr geliebt. Sein Verlust muss sich schwer getroffen haben. Tja. Und seit einiger Zeit geht ein ziemlich unheimlicher Mann im Schloss ein und aus. Seitdem hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, da braut sich irgendetwas zusammen. Mir scheint, als würde Mutter etwas ganz Schlimmes im Schilde führen. Doch außer mir scheint niemand im Schloss Mutters Aktivitäten mit Sorge zu sehen. Alle meinen, ich würde nur überreagieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden hätte. Und da dachtest du, du könntest dich an mich wenden? Schließlich standen sich dein Vater und ich ja sehr nahe. Tschupp! Ja, ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden würdet, so würde sie euren Worten sicherlich Gehör schenken. Ich wartete also, bis das Theaterschiff aus Lindblum eintraf, um damit dann bis hierher gelangen zu können. Durch puren Zufall aber befand sich auch dieses Schiff, die Tantalus-Bande, die ihr... Achso, auf diesem Schiff... Nee. Die Tantalus-Bande, die ihr... Alter... die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexandria gekommen war, mich zu entführen, und so nahm alles seinen Lauf. Das Blöde ist, ich kann halt auch nichts schneiden, weil das ist ja hier live, ne? Während ich hier presse, mache ich ein Audio auf der, und wenn ich dann die Aufnahme schneide, dann passt das alles nicht mehr. Das Bescheid. Es war jedoch niemand anderes als ich, der dem Tantalus den Auftrag gab, dich zu entführen. Tja, bitte? Ich habe deinem Vater damals versprochen, dich zu mir zu holen, falls irgendetwas sein sollte. Tja, hier in Lindblumchen für euch der gespannte Lage in Alexandria schon seit grauer Zeit bewusst. Tja, doch hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte dies womöglich noch einen Krieg ausgelöst. Tja, Bark schuldet mir noch einen Gefallen von früher, so dass ich also ihn und seine Banden einschaltete. Ich dachte mir, wenn Tantalus dich entführt und die dann über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen. Tja. Und wie die Dinge im Moment in Alexandria liegen, so würde auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dir erbitten. Tja. Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise auffällig verhalten, bist du hier vollkommen sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt machen soll, aber gut, bis ich das lese, ist eh Ende des Jahres. Im Dorf Dali habe ich weit mal Geld gesehen. Seelenlose, von mir geht zum Leben erweckte Marionetten. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandrias entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. In welchem Zusammenhang Vivi zu allem steht, ist mir nicht klar. Aber wenn ich mir ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt, wir möchten etwas unternehmen, bevor ich hier weit komme, tja? Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist Brain kein Gegner für unsere Luftschiffflotte, Job. Überlasse alles mir. Ich kümmere mich darum, Job. Heute ganz viel versprechen. Ich vertraue auf euch, Großherzog. Aber kein Grund, zu förmlich zu werden, Job. Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters war, Job. Vielen Dank, Onkel Zit. Auch für Sie beruhigt vielleicht noch eine Stimme. Etwas Artiges. Oh, ich bin versnobbt. Wo sind wir hier? Das sind die Luftschiff-Docks, oder besser gesagt, das Herz und die Seele unseres geliebten Lindblubs-Jubs. Aber diese Docks sind doch vollkommen leer. Nee, das passt nicht zu ihr. Nun ja, diese Docks Nummer 1 hier dient den Schiffsbauern als Werft. Und bis noch vor etwa einem halben Jahr stand hier noch das neueste Mitglied meiner stolzen Flotte. Ein völlig neuer revolutionärer Schiffstypus, der ganz ohne die Kraft des Nebels fliegen kann. Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Ich brauche echt was für Lilly. Ich weiß nicht, was passt zu ihr? Was Frauliches? Leicht? Hochgezogenes vielleicht? Haben? Das erste Wort, das war irgendwie komisch. Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Na, das kann ich auf lange Zeit nicht. Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Wahrheit, tschupp, da war da nämlich in einer Bar so ein süßes junges Mädchen und ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe. Fremdgegangen bin ich alter Narr nun mal eben. Und in Sean hat Hilda mich in dieses beschiedene Erscheinung verwandelt, tschupp. Und als ob ich nicht schon genug gestraft wäre, tschupp, ist sie dann auch noch mit der Hildegard 1 über alle Berge geflogen. Pop, pop, pop. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen, tschupp. Ich habe zwar unverzüglich mit dem Bau der Hildegard 2 begonnen, aber es gestaltet einer Jupp-Jupp geht die Arbeit nicht recht voran.
Chirp. Ich schäme mich meiner selbst, Chirp. Aber in der Sache mit Königin Brain kannst du dich unbesorgt auf mich verlassen, Chirp. Ja, aber das Südtor ist beschädigt. Eine Passage nach Alexandria, also zurzeit nicht. Mach dir deswegen keinen Kopf. Die Reparaturen haben bereits begonnen, Chirp. Sobald das Tor wieder funktioniert, ist, funktionstüchtig ist, werde ich dich nach Alexandria begleiten, Chirp. Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, Mutter wieder zur Raison zu bringen. Raison? Also doch hochnäsig. Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, Mutter wieder zur Raison zu bringen. Oh, Raison, Orgisit? Ich nicht, ich war nur damals sehr in Sorge, als ich hörte, dass Theaterschiff sei abgestürzt, Chirp. Damals? Aber ich scheine, als hätte Bark da wirklich eine sehr fähige Junge in seiner Truppe, Chirp. Ich muss mir echt immer noch was ausdenken für die Einzelnen. Also für Vivi habe ich schon was Gutes. Er ist meine Stimme, das ist klar. So halbwegs, ein bisschen, ne, gibt's a change, biatch. Und für den habe ich ein bisschen was Kindliches ausgepackt. Guten Morgen, Sie dann. Jetzt fast dieselbe Stimme. Oh, bist du wohl ein Frühaufsteher, Vivi? In Lindblumen geht es ja ganz schön bunt zu. So viele Leute an einem Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die denn alle, wenn sie mal alleine sein wollen? Ja, so ein bisschen langsamer, so ein bisschen geschillt, so ein bisschen verpeilt. Das passt. Hier geht's immer so zu und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiffingenieure werden wollen oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Das sind wohl alles ganz kluge Leute. Naja, ein paar Taugenichtse und Vagabunden, so wie ich, sind da auch drunter. Aber egal. Irgendwie hat es mich hierher verschlagen. Und ehe ich mich versah, bin ich bei der Tantalus gelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel ist unser Hauptquartier. Ich gehe da jetzt gleich mal hin. Magst du vielleicht mitkommen? Nee, ich gehe mir die Stadt anschauen. Na, wenn das so ist, dann führe ich dich ein wenig rum, okay? Das brauchst du nicht. Ich komm schon zurecht. Jetzt fällt der Gil. Ich würde dich nur beim Flirten stören, was? Na dann, geh und such dir deine süßen Mädels. Active Time Event. Ja gut, 5 Minuten haben wir noch. Ah, ich hab nichts gedrückt. Mockmeier, erleuchte uns das erste Mal beim Schmied. Schon wieder ein Hilfesystem. Ich hab nur noch 5 Minuten. Mensch. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleiner. Also, sperr mal deine Leuchterchen auf. Das dritte Mal in Folge. Ausnahmsweise werde ich heute auch über die Schmieden einer Vortrag halten. Achso, ist nur ein. Okay, das geht ja noch. Unter den verschiedenen Läden gibt es nur die, die An- und Verkauf betreiben, sondern auch Schmieden, die ein völlig neues Item herstellen können. Dafür benötigt man 2 Items, die dann zusammengeschmiedet werden. Natürlich kostet das Geld. Die nötigen 2 Items und die Kosten sind je nach zu schmiedenden Item unterschiedlich. Hier ein paar Beispiele. Organik benötigt Item 1, Selenquia benötigt Item 2, Selenquia kosten 700 Gil. Desertstiefel benötigt Item 1, Lederhut und Lederweste. Aus dem Hut und der Weste macht man Stiefel? Das mit dem Selenquia verstehe ich ja noch, aber aus Hut und Weste Stiefel? Okay. Wenn ihr noch nie bei einem Schmied gewesen seid, dann schaut doch mal bei dem in Limpum vorbei. Da fällt mir was ein. Eine vielleicht sehr hilfreiche Information. Vor geraumer Zeit soll es einen legendären Schmied gegeben haben, der in ein ultimatives Item schmieden konnte. Ultima Weapon. Aber sowohl sein Aussehen als auch sein Aufenthaltsort sind unbekannt. Ja denn? Chefchen weiß echt viel, Kupo. Hä, so ist es. Für die habe ich eigentlich auch so meine Stimme, habe ich mir so gedacht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich muss mir echt noch ein paar Stimmen überlegen. Da wir bekommen ja wahrscheinlich noch ein paar dazu. Bei Final Fantasy hatte ich auch damit angefangen. 8. Bei Final Fantasy. Welchen Teil da? 8. Hatte ich auch damit angefangen und irgendwann mal damit aufgehört, weil es mir auf den Sack ging. Aber ich wollte es eigentlich mal hier beibehalten. Mal schauen, ob ich es kriege. Und wie gesagt, ich muss mir halt Stimmen für jeden Charakter ausdenken. Das ist halt immer so ein bisschen, ne. So, in der Zeit, wo ich abspeichere. Ja, also, wie gesagt, diese Episode kommt ja wahrscheinlich erst sehr spät in diesem Jahr raus. Aufnehmen tue ich das Ganze ja vorproduktiv, wegen meinem Anime, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen zu weit vorproduktiv, vielleicht mache ich mal eine Pause, aber warum soll ich eine Pause bis Juli, August machen? Macht ja auch keinen Sinn, dann habe ich die Hälfte schon vergessen, wo ich war.
So, wir haben gespeichert. Deswegen, ich habe jetzt noch 3 Minuten. Worüber können wir reden? Ich weiß es nicht. Was, wie war euer Tag so? Geht's euch gut? Mir geht's wunderbar. Ich habe dann vor 4 Monaten, 5 Monaten Glasfaser bekommen. Ihr könnt dann mal in die Zeit zurückreisen und mal in den Stream gucken. Und ansonsten auf meinem Kanal aktiv sein, weil es wird wahrscheinlich, während ich das hier aufnehme, schon parallel No Man's Sky geben. Ich hoffe es. Ich weiß immer noch nicht, ob es funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt kann ich das noch nicht sagen, weil, wie gesagt, es ist April. Hust. Anfang Mai. Anfang Mai. Anfang Mai. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das abgeht. Ansonsten muss ich mir mal die im nächsten Monat oder vielleicht, naja, nächsten Monat ist kacke. Was haben wir denn? Mai? Im Juni vielleicht mal einen neuen PC holen. Die ganzen Monate sind schon alle ausgebucht mit Geld. Ich brauche noch eine neue Festplatte, wo ich drauf speichern und rendern kann. Dann bräuchte ich noch einen neuen PC. Die Internetleitung kostet ja auch ein bisschen Geld, obwohl die ist eigentlich nur ein bisschen teurer. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf Glasfaser. Ich bin gespannt, wie es abgeht. Ich werde mich auf einmal wundern, wie schnell meine Videos online sind. Bisher hat das immer so eine Nacht, 8-9 Stunden, habe ich 4 Videos geschafft. Danach war nichts mehr, danach war abgebrochen. Wenn ich jetzt rendere, hier so, keine Ahnung, 6-7 Teile und die über Nacht laufen lasse, dann ist fertig. Und könnte nochmal 3 Teile hochladen, weil 200 Mbit Upload. Ach Quatsch, 200 Mbit, ja klar, 12 Mbit Upload. Ja klar, die Videos sind so maximal 1 GB groß, das könnte schnell gehen. Gut, ich will euch jetzt eher nicht noch ein Ohr ablabern, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach Feierabend. Ich werde jetzt hier auch, wie gesagt, mal wieder ein paar Tage Pause machen. Für mich ist das Wochenende, da werde ich, denke ich mal, nicht sehr viel machen. Ein bisschen chillen, ein bisschen am Anime arbeiten, hatte ich ja sowieso mal vor. Und dann kann ich euch vielleicht schon nächste Woche berichten, wie es mit der Glasfaser ist. Auch wie gesagt, wenn es ein bisschen spät ist, aber egal. Nachträglich besser als vorträglich, ne? Da kann ich wenigstens dann sagen, ich habe es schon vorher gewusst. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 9. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Brokkisch und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Grüßt alle anderen von mir, die anderen Blackies hier auf dem Kanal. Irgendwie, ich weiß nicht. Tschüss.